Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Runde bei den Knastvögeln. Nein, natürlich bei Prison Architect. Wir bauen weiter an unserem kleinen Gefängnis hier. Haben auch schon die ersten paar Duschköpfe jetzt installiert. Und ich bin wirklich gespannt. Ja, wir haben noch 10 Stunden, bis die ersten Gefangenen kommen. Hier oben, den müssen wir natürlich auch einschalten, damit alles geht. Obwohl, ist schon eingeschaltet. So, und wir bekommen richtig Ware hier angeliefert, denn unser Gefängnis soll jetzt natürlich möglichst schnell hier einsatzfähig werden. So, hier oben unsere Küche wird auch weitergebaut. Muss ich mir jetzt dann auch mal anschauen, wo baue ich genau die Türe hin. Die wird irgendwo hier unten in diesem Bereich gebaut, genau. Und wir sollten auch mal schauen, dass wir, welche Subventionen wir bekommen. Duschraum, Hof, Küche, Kantine. Zwei Wachen, zwei Küche. Okay, das können wir schon mal machen. Subventionen sind dafür da, dass wir zwischenzeitlich Geld bekommen. Das heißt, wir bekommen jetzt, wenn ich hier drauf gehe, bekommen wir gleich einen Teil von dem Geld. Nämlich 20.000, die restlichen 10.000 gibt es dann am Schluss. Und so können wir uns schön Geld nebenher verdienen, indem wir kleinere Aufgaben erledigen. Und der zweite Vorteil ist halt eben, ja, wir müssen die Aufgaben nicht gleich sofort machen. Allerdings können wir auch aktuell nicht mehr als zwei Aufgaben, glaube ich, annehmen. Dafür müssten wir hier bei der Forschung weitere Sachen. Und wir brauchen natürlich noch einen Gefängnisdirektor. Und ich glaube, dem sein Büro baue ich jetzt mal als nächstes. Dafür schaue ich jetzt mal schnell nach, wie es hier aussieht. Büros waren die Größe 4x4. Okay, also wir haben... Hier wollte ich ja den Aufenthaltsraum einbauen. Mit einer Dreiergröße, dann kommt eine Mauer. Ich brauche es ein bisschen näher, damit ich das sehen kann. Also, hier bauen wir so einen kleinen Außenbereich, damit wir zur Not 1, 2, 3, 4, dann sind hier 2, dann, ich muss auswählen, welches ich genau mache. Also, drei Größe, eine Mauer. Dann baue ich hier unser 4x4 Gebäude hin. Und natürlich gibt es auch gleich eine Tür noch hin. Einrichtung, Personaltür und... Nein! Ach! Ja, falscher Klick nach rechts ist natürlich immer blöd. Also 3, hier kommt die Mauer, hier kommt unser Büro hin. Es gibt bei manchen Anleitungen, habe ich gesehen, die bauen die Büros gern außerhalb vom Gefängnis hin. Habe ich mir auch zuerst überlegt, ob ich es nicht so machen soll. Hat aber einen entscheidenden Nachteil, gerade wenn wir Gefangene zum Putzdienst engagieren. Dann laufen die uns oft, wenn wir nicht schnell genug halt eben die Wege definiert haben, aus dem Gefängnis raus. Und das finde ich ziemlich beknackt. So, hier können wir auch schon mal weiter bauen, das Fundament. Das heißt auch wieder eine Betonmauer. Und die lassen wir in die andere übergehen. Dann haben wir hier den Außenbereich. Gute Frage, wie kann man das hier direkt hinbauen? Mal 3 benötigt Eingang. Den Eingang, es soll ja direkt in dieses Gebäude hier übergehen. Dann
probieren wir es mal so zum Bauen. Das soll dann nämlich nachher unser Spezialpersonalraum werden. So, hier wird weiterhin fest gebaut, da drüben auch. Und langsam geht uns die Zeit aus. Wenn die guten Jungs hier nicht schneller arbeiten. Komm. Heppa. Gut, ich hätte die Dusche jetzt am Anfang natürlich auch nicht ganz so groß bauen müssen. Aber Gott sei Dank sind die Jungs hier hochmotiviert und wollen, dass das Ganze hier schnell soweit fertig wird. So. Dort wird gebaut. Es kommen weiter Duschköpfe. Natürlich brauchen wir hier draußen dann auch irgendwann noch eine bessere Absicherung. Ich überlege gerade, wo ich den Hof hinbasteln soll für unsere Gefangenen. Und ich glaube, am besten würde es sich wirklich anbieten, dass wir hier hinten, hinter dem Schlaf- und Waschraum, dass die hier wirklich immer hier schön durch müssen. Dass wir hier unseren Ausgangshof machen. So, und dazu erweitere ich hier ein bisschen den Zaun. Eins, zwei, einmal so. Das hält jetzt natürlich meine Bauarbeiter auch wieder ein bisschen auf, wenn die jetzt hier erstmal bauen müssen. Zwei. Aber ich glaube, dann haben wir schon mal eine stattliche Größe. Und es wäre jetzt dann auch alles wieder schön umzäunt. So, das reißen wir ab. Also finanziell habe ich mich hier natürlich extrem herangehalten. Ah, hier unsere Gebäude ist auch schon soweit bereit. Machen wir hier eine Wand rein. 1, 2, 3, 4. Dann kommt hier eine Wand rein. Hier möchte ich ja den Personalraum reinbasteln. Aber den muss ich mir natürlich auch noch ein bisschen erweitern. Sonst meckern die, wenn der zu klein ist. Das heißt, wir vergrößern das einmal hier auf diese Höhe. Und einmal auf diese Höhe. So, dann will ich hier irgendwie eine Möglichkeit, dass wir hier wirklich so eine Art Personalausgang machen, der eigentlich immer gut abgesichert ist, sodass keine Gefangenen abhauen können. Aber dass unsere Waren halt eben trotzdem sehr, sehr schnell reingebracht werden können. So, und jetzt kommt natürlich genau ein Anruf. Das ist natürlich unpraktisch. Ich mach kurz Pause, einen Moment. 6,5 Stunden später. Schon geht's weiter. Tut mir leid, es ist echt immer wie verflucht. Genau in dem Moment, wenn man einen Stream aufnehmen will, dann kommen alle Anrufe. Der ganze Tag meldet sich niemand. Aber genau dann, wenn man hier ein bisschen mal was live machen möchte. So, wir brauchen hier noch eine gewisse Trennung. Also der Plan ist jetzt folgender. Wir haben hier den Eingangsbereich, hier kommen die Gefangenen rein und den Teil hier nehmen wir so als Personalbereich. Das heißt, ich werde hier die Mauer nochmal erweitern, mache hier unseren Personalraum rein, hier ziehe ich eine Wand rein, die müssen ja nicht gleich leben wie unsere Gefangenen. Hier gibt es auch nochmal eine Trennungsmauer. Und natürlich brauchen wir auch noch mal hier eine Abtrennung, dass die Gefangenen nicht in diesen Personalbereich mit reinkommen.
So, dafür können unsere Bauarbeiter recht schnell Sachen abholen oder auch das Küchenpersonal, indem sie im Prinzip drei Türen durchschreiten. Nämlich einmal den Personalraum, da wird eh, glaube ich, kein Gefangener durchgehen, weil da, ja, da platzieren ja die Wachen. Wäre somit recht blöd. So, wir haben noch 2 Stunden, langsam wird es wirklich knapp. Was habe ich denn hier? Wieso stehen hier Türen? Und wir müssen uns wirklich beeilen, der Zaun muss fertig werden. Dort hinten ist er noch nicht fertig. Und wir brauchen natürlich noch Personal. Wir brauchen 2 Wachen. Die stellen wir gleich mal ein. Und wir brauchen die Küche. Allerdings ist hier unser Bereich natürlich noch komplett nicht fertig. So, es geht jetzt wirklich hier langsam Druck auf Druck. Dort unten, Jungs, macht hinne. Die liefern hier Holz ab. Die sollen endlich diesen Zaun hier fertig bekommen. Weil sonst müssen wir die Gefangenen hier einsperren. So, hier zieht die Mauer ein. Das ist schon mal gut. Dort auch. Der Bereich ist wirklich unnötig, den sie jetzt hier bauen. Aber ja klar, können wir hier gleich noch die Personaltür einbauen, damit die Leute auch in den Personalraum reinkommen. Und dann kann hier weiter eingeliefert werden. Wie weit ist der Zaun dort hinten? Ah, fast fertig. Aber natürlich immer noch nicht Gefangenen. Komm, komm, Jungs, jetzt hier Beeilung. Hier wird Holz abgeliefert. 1 Stunde noch, bis die Gefangenen kommen. Oh, 8 Euro Gewinn. Ich baue mal das Büro so lang weiter. Wir gehen auf langsam. Raum. Dann ein Büro. Hier hinten rein. Und wir bekommen einen Gefängnisdirektor. So, sein Büro ist natürlich noch nicht ganz fertig. Er braucht auch noch ein paar Sachen. Schreibtisch, Stuhl und Aktenschrank. Das heißt, ein Aktenschrank. Dann ein Stuhl für ihn. So, hier und dann noch einen Schreibtisch. Schreibtisch, Schreibtisch, Schreibtisch. Nach oben zur Seite. So, den Strom für sein Büro. Dann lassen wir hier den Strom durchlaufen. Aber ich hoffe, die machen jetzt trotzdem zuerst hier hinten noch den Zaun fertig. Oh Jungs, hier sind wir hier in der Gewerkschaft oder was? Okay, es hilft nichts. Wir müssen die Tür leider dann verriegeln, wenn unsere Gefangenen hier kommen. 10 Minuten und das werden sie garantiert nicht mehr schaffen, hier hinten das alles so aufzubauen. Ja, war echt ein bisschen blöd geplant von mir, muss ich zugeben. Ich hätte das Ganze am Anfang ein bisschen kleiner, strukturierter, nicht gleich die Riesenkantine bauen sollen. Aber unsere Polizisten warten hier schon schön. Hier Einsatz für Cobra 11. Okay, der Zwischenzaun ist auch schon fertig. Und dann können wir schon mal angehen, dass wir sagen, die Gefangenen kommen. Okay, die Tür hier wird zugemacht. Irgendwo hier kommt der Transport, genau, hier kommen 8 Gefangene. Schauen wir mal an, was wir aktuell bekommen. Aktuell bekommen wir nur niedriges oder normales Risiko. Ich nehme mal noch niedriges, nehme ich mal auch noch mit rein.
Und die mit hohem Risiko lassen wir mal noch außen vor. Denn wir, ja, wenn wir die jetzt gleich am Anfang mit reinnehmen, dann könnte es hier wirklich vielleicht ungemütlich werden. So, unsere Gefangenen, die zeigen Ihnen schon mal hier die Einrichtung. Hallo, komm mit. Darf ich Sie auf Ihr Zimmer begleiten? Okay, der Zaun. Ach, Jungs, was baut ihr denn hier für einen Schrott? Sie reißen Bäume ab, aber natürlich ihr Rest wird nicht gebaut. Ich hoffe, dass wir das Ganze jetzt hier schnell durchkriegen, weil sonst wird es wirklich ungemütlich. Des Weiteren kann ich hier schon mal den Aufenthaltsraum, nicht Besucherzimmer, wo ist das? Hinrichtungsraum ist es auch nicht. Ach hier, Personalraum, genau, den wollte ich. Den bauen wir hier hin. Sieht auch sehr schön aus. Minimale Größe 4x4 habe ich doch. 1, 2, 3, 4. Ein breites Sofa sollte rein. Ne, hier. Einrichtung. Also ein breites Sofa. Und noch einen Coca-Cola-Automat. Der kommt hier oben rein. Ich frage mich, warum das 4x4 hier reagiert. Weil unser Personalraum ist doch eigentlich eindeutig größer als 4x4. Gut, lassen wir das Ganze hier noch ein bisschen weiter abholen. Und hoffen, dass die jetzt endlich. Ich muss hier ein bisschen eine Sicherung einbringen. Deswegen mache ich jetzt hier mal noch einen Zaun rein. Einmal. Und mache hier noch einen zweiten Zaun rein. Damit wir die Gefangenen dann möglichst schnell hier auch ein bisschen rauslassen können. Na toll. Sofa wird als erstes hier angeliefert. Aber wir können hier schon mal ein bisschen auf die Forschung gehen. Eine der wichtigsten Sachen, die wir am Anfang vielleicht reinbringen sollten, ist gerade der Bereich der Zwangsarbeit. Weil wir dann halt eben die Leute auch zur Reinigung oder zur Herstellung nehmen können. Deswegen gehe ich jetzt ganz schnell. Brauchen wir noch irgendwas? Patrouillen brauche ich noch nicht. Überwachung. Brauchen wir noch nicht. Gibt ihr die Möglichkeit, Strafen für das Fehlverhalten von Ge Ja, die brauchen wir noch nicht. Wir gehen jetzt erstmal auf Wartung und brauchen dann natürlich noch ein zweites Büro für den Direktor. So, das war natürlich nicht gedacht, dass die Gefangenen dann durch den Personalraum geführt werden. Aber wir können schon mal ein bisschen die Zeitgestaltung machen. Haben wir dich schon drin? Okay. Von der Zeitplanung her gibt es so ein paar schöne Möglichkeiten, die wir einhalten sollten. Aber ich glaube, das machen wir dann noch gegen später. Wir haben hier 2 Stunden Essen drin. Hier auch nochmal Essen, Duschen. Direkt vorm Schlafen gehen. Also nichts ist immer ganz blöd. Die könnten wir höchstens durch Freizeit ersetzen. Ich würde vorschlagen, vor dem Schlafen gehen nochmal ordentlich zum Duschen, damit die einfach die Nacht über sich nicht zu sehr aufregen darüber. Ja, ich bin zu dreckig, es sieht alles scheiße aus. Und den Rest hier, wo nichts steht, setzen wir mal auf Freizeit. Weil nichts bedeutet immer, dass die Gefangenen in ihren wie heißt es, in ihren Zellen einfach eingeschlossen sind. Und das mögen die meisten von denen überhaupt nicht. Den genauen Tagesplan werden wir aber, glaube ich, dann nochmal
danach uns genauer anschauen. Wie sieht's von den Betten aus? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Langt also. Okay, hier oben wird der Zaun noch fertig gebastelt. Und wenn wir das soweit haben, hier können wir öffnen. In der Dusche wird eh nicht so viel passieren. Dann können wir hier schon mal das Ganze mit Wasser versorgen. So. Wir brauchen natürlich noch ein paar Querstreben. Unser Direktor hat auch jetzt inzwischen Strom. Das heißt, wir können das zweite Gebäude hinbauen für unseren Direktor. 1, 2, 3, 4 minimale Größe plus 1 für die optimale Größe. Dann natürlich noch eine Tür wieder einbauen. Personaltür. Zack. Und dort unten bei den Materialien nehmen wir auch noch irgendeinen schönen Boden. Dass wir uns durch diesen Begrüßungsbereich schöner bewegen können. So. Wie sieht's hier soweit aus? In den Duschen wird schon kräftig gearbeitet. Unser Zaun ist jetzt auch fertig. Das ist schön. Das heißt, wir können hier schon entsprechend wieder diesen kleinen Sicherheitszaun abreißen und können dort oben anfangen, unseren Sportplatz hinzusetzen oder unsere Yard-Räume. Wie heißt er denn auf Deutsch? Das ist der Hof, genau. Also der kommt hier direkt an den Rand ran. Sie dürfen zwar bis zum Rand hier hin, aber nicht zum oberen Rand. Und was natürlich immer ganz wichtig ist auf dem Hof, ist, dass sie nach draußen telefonieren können. Das sorgt einfach nochmal für eine gewisse Art von Glücklichkeit bei ihnen. Hier nochmal eine... So, und dann brauchen wir sie auch gar nicht mehr hier so arg einzusperren. So. Ach, es ist gerade... Okay, es wäre gerade Essenszeit gewesen. Aber natürlich ist hier noch gar nichts fertig, soweit. Okay, hier ist auch noch zu. Dann machen wir hier mal auf. Und bauen jetzt hier unsere Kantine noch fertig. Ich brauche eine Betonmauer. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Plus 1. Dann bauen wir die Abtrennung hier rein. Das heißt, dieser rechte Bereich deklarieren wir jetzt dann hier als Kantine. Genau. Und den rechten Bereich, den 10er Bereich, das wird unsere Küche. So, was fällt uns hier noch? Serviertische sowie Tische und Bänke. Gut, bauen wir ein. Einrichtung. Wo haben wir die Serviertische? Die werden wir nach unten hin aufmachen. 3. Und damit wir möglichst viel Platz oben haben, kommen unsere Tische erstmal ganz nach oben. Und natürlich hier wird es immer noch einen Tisch hinbauen. Einmal, zweimal. So, und damit können unsere Gefangenen jetzt dann bei der nächsten Runde auch anfangen, dann
Ja gut, unsere Küche ist natürlich noch nicht fertig. Aber sie nutzen schon schön den Hof hier oben. Ein bisschen was fehlt noch. Zum einen ein bisschen spielen. Und was sie auch gern mögen, sind Gewichtsbänke. So, sehr schön. Es geht zurück. Jetzt ist Freizeit. Das heißt, die einen nutzen das gleich, um hier ins Bad und in die Toilette zu gehen. Ihr seht auch hier dieses Blaue hier. Das ist das Wasser. Wenn wir hier keine ja, so Rinnen reingemacht hätten, dann wird natürlich alles auch überlaufen. So, die Versorgung können wir hier auch gleich mal. Machen wir hier mal jede zweite noch rein. Dann läuft das Wasser rüber in Richtung Küche. Das ist gut. Allerdings läuft noch kein Strom nach drüben. Und das übernehmen wir jetzt. So, einmal hier die komplette Durchleitung. Wie sieht es drüben aus mit der Versorgung? Die sieht noch sehr gut aus. Inzwischen werden die Telefonzellen aufgebaut. Und diese hier können wir abbauen. So, dann brauche ich hier unsere Küche. In der fehlt noch Herd, Kühltruhe und Spülbecken. Das heißt, wir bauen das immer schön auf. Ich baue hier zwei Herd rein. Und dann machen wir hier noch eine Kühltruhe. Warum innenliegend? Ist doch innenliegend. Ach so. Wird auch grün angezeigt. So, zwei Herd, eine Kühltruhe und dann noch ein Spülbecken. Und ich würde sagen, das Spülbecken legen wir dann auf die andere Seite. Mist, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Falsch rum, richtig rum. So, machen wir hier nach unten. Jetzt werden wahrscheinlich einige der Geräte werden auch einen speziellen Stromanschluss dann brauchen. Aber sieht alles noch sehr schön aus. Ja. Okay. Und bei der Versorgung heißt jetzt hier auch, wir müssen halt überall die kleinen Wasserrohre reinlegen, damit das Ganze hier funktioniert. So, da waren schon die Herd eingeliefert. Dann können wir jetzt unsere zwei Köche noch mit reinnehmen. Okay, die Herd sind da. Der erste hat auch schon Strom. So wie es aussieht, allerdings hier die Nummer 2 und 3 noch nicht. Dann legen wir hier in die Wand so ein kleines. Okay, und da haben wir auch schon den ersten Stromausfall. Ah, klasse. Stromausfall ist natürlich sehr, sehr praktisch. In so einem. Da habe ich echt nicht aufgepasst. Dann bauen wir mal ein paar Richtig-Kondensatoren hin. So, die sollten natürlich möglichst schnell angeliefert werden. Weil sonst werden unsere Gefangenen natürlich richtig ärgerlich. So, inzwischen ist allerdings hier oben schon. Okay, der nächste ist da. Dann sagen wir einschalten. Zuerst die Kondensatoren einschalten, dann der Hauptgenerator und es langt. Die können wir alle schön auch mit reinnehmen. So, jetzt haben wir wieder ein bisschen Jawohl. Und hier unten wird schon fleißig das Essen produziert. Unsere Gefangenen schnappen sich auch schon richtig was.
Kommt, nehmt euch Essen. Also gerade diese Quest hier ist mega eklig. Weil, also ich weiß nicht, was mit den Gefangenen los ist, aber ja. Hier liegen 36 Tabletten. Hier liegt genügend Essen, das gekocht wurde. Aber trotzdem haben die irgendwie, ja. Nicht so die richtige Lust drauf. So, da unten brauchen wir noch mal ein bisschen extra Wasser. So, das legen wir auch hin. Und unsere Gefangenen gehen auch zum Duschen. Dann hoffen wir, dass wir diese Quest morgen schaffen. Weil wir es sonst garantiert nie schaffen werden. Hier oben brauchen wir auch noch den Raum, das kleine Büro. Hier kommt unser Direktor rein, damit wir möglichst schnell hier Zwangsarbeit einführen können im Gefängnis. Zwangsarbeit hat für uns den Vorteil, gerade in der Wäscherei kann eigentlich nichts passieren. Aber unsere Gefangenen sind natürlich schöne Arbeitskräfte. Und ja, die setzen wir dann ein, damit unser Gefängnis einfach hier insgesamt ein bisschen schöner und aufgeräumter wird. Vom Geld her sieht es auch gut aus. 2000 Euro kommen rein. Und die Ausgaben... so, also hier auch gleicher Aufbau. Hier kommt ein Stuhl. Ein Aktenschrank. Und ein Schreibtisch für ihn. Und dann legen wir hier den Vorarbeiter rein. Perfekt, dann können wir gleich in die Forschung gehen und entwickeln Zwangsarbeit. Auch Klonen ist natürlich praktisch, wenn wir nachher gerade in den Bereich der Zellen gehen und die bauen. Das machen wir dann in einer der nächsten Folgen. So, unsere Gefangenen schlafen inzwischen. Sieht alles noch sehr, sehr schön aus. Und morgen kommen schon die nächsten Insassen. Ich überlege, ob ich noch stoppen soll und erstmal, ich sag jetzt hier noch, ich möchte morgen keine Gefangenen haben. Aus dem einfachen Grund, ja, ich möchte diese Quest hier mit dem Essen schaffen. Und die wird mir, glaube ich, nicht gelingen, wenn ich immer mehr Leute reinbekomme. Gut, hier noch ein bisschen Strom. Und inzwischen sieht unser Gefängnis echt auch schon verdreckt aus. Das heißt, hier bauen wir dann die Zellenblöcke, die ersten hin. Und hier nach oben bauen wir dann das Laboring rein, oder? Ich glaube, das wäre sinnvoll. Ihr könnt mir gerne schreiben, wenn ihr Vorschläge habt, was wir bauen sollen, wie es wir bauen sollen. Dann ja, könnt ihr uns das natürlich hier auch ein bisschen helfen. Ja, ich glaube, ich werde hier nach oben erweitern. Dass wir hier sagen, okay, ich brauche jetzt einen neuen Raum. Aber es sollte natürlich erstmal hier auch ein bisschen den Zaun noch erweitern. Materialien, Zaun. Ist unsere Quest schon vorbei? Dann können wir... Sehr schön. Zwei Büros, Direktor, schalte Buchhaltung und wir sollen eine Buchhalterin noch ein. Okay.
Okay, ich glaube, dann werden wir in der nächsten Folge dann hier gerade den Bereich der Buchhaltung mit reinnehmen. Ja, unsere erste Nacht geht vorbei, langsam hier. Den Teil nehmen wir rein. Unsere Gefangenen schlafen noch ruhig und bedächtig. Und dann nutzen wir einfach diese kleine Pause hier, indem wir jetzt sagen, machen wir hier kurz einen Cut. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Schreibt mir bitte in die Kommentare, was sollen wir als nächstes bauen? Wie sollen wir weiter vorgehen? Wo soll was hin? Wo ist was gut gebaut? Wo ist was schlecht gebaut? Und ja, ich freue mich auf euer Feedback und wir sehen uns dann in der nächsten Runde, die kommt dann morgen. Und ja, bis dann wünsche ich euch alles Gute und ja, bis dann.